Der existierende Mensch. Eine existenzanalytische und logotherapeutische Radiosendung auf Freirad, Freies Radio Innsbruck auf 105,9. Näheres zu dieser Sendung sowie zu vergangenen und zukünftig geplanten Sendungen finden Sie unter www.sinn-los.at. Durch die Sendung führt Sie Markus Felder, Psychologe und Psychotherapeut, Existenzanalytiker. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur heutigen 32. Sendung der Sendereihe Der existierende Mensch. Für alle jene, die die Sendung nachhören, auf iTunes, CBA-Datenbank oder auf YouTube, wundern Sie sich nicht, dass in dieser Sendung Musik enthalten ist. Diese Musik ist freie Musik, das heißt, ich darf diese Musik verwenden. Heute eine spezielle Sendung, erstens einmal aufgrund des Datums. Wir haben heute den 01.01.2015 und ich wünsche Ihnen auf alle Fälle vorab einen guten Rutsch. Kann ich Ihnen nicht mehr wünschen, der ist ja schon vorbei, aber ich wünsche Ihnen ein schönes, gutes, achtsames Jahr 2015. Und ich glaube, dass diese Sendung ganz gut passt für eine Neujahrssendung. Das Herbstsymposium hat im Oktober 2014 in Hall in Tirol stattgefunden und hat einen interessanten Titel gehabt: Mir reicht's, der Maßlosigkeit und Überforderung entgegentreten. Doch am Anfang werde ich Ihnen jetzt gar nicht mehr erzählen. Ich glaube, es ist besser, Renate Bukowski sprechen zu lassen. Renate Bukowski ist die Vorsitzende der Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse in Österreich und sie wird ein bisschen ein Resümee ziehen über das Herbstsymposium. Ich finde die Tagung sehr gelungen. Das ist wichtig, mir auch zu sagen, auch den vor Ort Organisatoren recht herzlich zu danken, die wirklich in einem unglaublichen Engagement da sehr, sehr Gutes geleistet haben. Und es war überraschend, wie viel Zuspruch dieser Beitrag gefunden hat, dieses Thema gefunden hat bei den Leuten. Aber vielleicht sind wir ja mit dem Thema am Puls der Zeit gewesen. Und was mir sehr nachgegangen ist oder mich beschäftigt hat, ist, dass es sehr viel aufgegriffen worden ist im Sinne des mir reicht's, also im Stopp, im Abgrenzen, vielleicht auch aus einem psychodynamischen Schutzverhalten heraus, dieses mir reicht's verstanden worden ist, was ja dann viel mit den Themen Burnout, Überforderung, Erschöpfung zu tun hat und das viel angesprochen worden ist. Und der andere Aspekt ist mir auch noch wichtig, so wie kommen Menschen oder was hilft Menschen eigentlich dabei, gar nicht in dieses jetzt reicht's mir, jetzt muss ich aufhören, jetzt ist Schluss zu kommen, sondern in einem guten mir reicht
das, was ich mache, mir reicht es, so wie ich lebe, also in einem Stück weit in einer Haltung des Genughabens. Wie Menschen dazu kommen, und ich denke, die Existenzanalyse hat dann ganz einen wichtigen Ansatz in der Hinsicht, dass sie diesen inneren Dialog, dieses Ich mit mir, wo ich mit mir in Beziehung gehe, aufgrund der Ansprüche, die von der Welt kommen, innezuhalten und wirklich in einen inneren Dialog zu gehen und mit mir in eine Abstimmung zu kommen. Kann ich das? Mag ich das wirklich? Wird mir das wirklich gerecht? Ist es für mich sinnvoll? Und aus dem inneren Dialog heraus dann eine stimmige Entscheidung zu treffen, nach dem Angebot greife ich, der Nachfrage sage ich zu, bei der Anfrage sage ich ab. Dieses Angebot will ich nicht ergreifen. Und ich glaube, dass Menschen, die in einem guten inneren Dialog sind, in einer guten Selbstbezogenheit, da einen besseren Schutz haben vor einer Überforderung. Wobei dieses Moment, wenn ich zu dem Moment komme, mir reicht's und mal Stopp sage und aussteige aus dem Gleis dessen, was ich jetzt schon die ganze Zeit tue, wäre das auch der Moment, von dem aus man in diesen Selbstbezug starten kann. Ein ganz wichtiger Aspekt bei diesem Selbstbezug ist mir noch das Selbstmitgefühl. Ich denke, dass der Selbstbezug wirklich von einem inneren Mitfühlen mit sich in der Tiefe seiner eigenen Seele, seines Könnens, seiner Möglichkeiten, seines Potenzials, das muss ich anfühlen. Was ist mir jetzt möglich? Was ist mir auch nicht möglich? Und aus einem Mitfühlen mit sich dann diese Entscheidung getroffen werden kann, was wird mir gerecht? Meine Damen und Herren, den ersten Beitrag, den ich nun einspielen möchte, ist der Beitrag von Anton Nindl, einem Psychotherapeuten, klinischen und Gesundheitspsychologen. Anton Nindl hat folgenden Titel gewählt: Ja, aber. Von der Ambivalenz zur Entscheidung. Also ein wesentlicher Aspekt dieses Vortrags, mir reicht, hat damit zu tun gehabt, dass wir in einer individualisierten Welt leben, wo ich permanent vor Entscheidungsnotwendigkeiten gestellt bin. Und bei unseren Klienten und Klientinnen beobachten wir häufig, dass die Entscheidungen aufgeschoben werden, wie es sich zum Beispiel auch zeigt in diesem Ja, aber. Alles, was im Satz vor dem Ja kommt, wird ja durch das Aber eigentlich dann wieder sehr relativiert. Einer der Hauptpunkte, die wir beobachten können, ist die Beschleunigung des Lebenstempos. Und zwar nicht nur dahingehend, dass immer mehr Handlungen in immer kürzere Zeitepisoden hineingepackt werden, sondern auch die Beschleunigung im technologischen Sinn und die Beschleunigung des sozialen Wandels. Wenn wir also so hinschauen, die technologische Beschleunigung bringt uns ja nicht zuletzt deshalb unter Druck, weil wir immer up-to-date sein müssen. Denken Sie nur an E-Mails, wie schnell diese Kommunikation möglich ist, wie umständlich das früher war, wenn man einen Brief geschrieben hat, bis der überhaupt auf der Post war. Jetzt haben wir eigentlich eine Situation, wo wir uns viel Zeit sparen könnten. Es gelingt uns aber nicht, weil wir uns allzu leicht wiederum in diesem Medium des Internets verlieren. Wenn wir eine andere Quelle des Drucks und der Belastung hernehmen, dann könnten wir zum Beispiel die Veränderung in der sozialen Welt ansprechen. Diese Verunsicherung der Sozialsphäre zeigt sich ja in diesen rasenden Veränderungen, was zum Beispiel Moden, Lebensstile, Familienstrukturen, Arbeitsverhältnisse, sogar hin in die Politik und in die Religion, werden immer veränderte Bedingungen sichtbar. Das zeigt sich beim Einzelnen schon, dass er einerseits sich selbst entscheiden kann, ob er jetzt in einer Beziehung bleibt oder vielleicht auch sogar eine Familie zerstört, ob er sich selbst ausbeutet oder ob er sich anpasst und schaut, irgendwie über die Runden zu kommen. Fest steht, dass der Leistungsdruck eine große Schwierigkeit darstellt. Wir haben ja hier diesen französischen Soziologen Alain Ehrenberg mit dem erschöpften Selbst auch, der damals davon gesprochen hat, dass es sich um eine Pathologie der Beschleunigung handelt. Das heißt, wir leben in einer Zeit, wo jemand, wenn er mit dem Tempo nicht mehr mitkommt, praktisch
niedergedrückt wird, Burnout bekommt. Interessant, eine neue Studie zum Beispiel des Hirnstein-Instituts hat auch für Führungskräfte hohe Burnout-Raten nachgewiesen. Viel Belastung, Zeitdruck, Leistungsdruck und nicht selten beobachten wir eine Tendenz, dass sich die Leute dann zurückziehen, mit einem Widerwillen auf sich und die Welt reagieren. Das, was früher bedeutungsvoll wird, wird völlig abgelehnt. Der Idealismus ist weg und letztendlich bleibt wirklich das schale Gefühl, gescheitert zu sein, versagt zu haben. Und noch einmal auf Ehrenberg zu kommen, er spricht sogar von der Krankheit der Freiheit. Also diese vielen, vielen Optionen, die ich habe, um mich da selbst auf Verwirklichung zu widmen, hat eben den Pferdefuß, dass ich in dieser Unübersichtlichkeit, unter diesem Zeitdruck kaum mehr die Entscheidungen treffe, die, wie wir in der Existenzanalyse es nennen würden, mit innerer Zustimmung getroffen werden. Er meint auch, dass es sich um eine narzisstische Problematik handelt. Diese Tendenz zur Selbstausbeutung führt beim Individuum dazu, dass ich ja die Grenzen immer noch mehr übersteigen muss. Das Ziel ist, initiativ sein und die Grenzen zu überschreiten. Depressive Mensch, der bedrückte Mensch, dem fehlt ja die Kraft für die Initiative und die Zuversicht für die Zukunft. Das heißt, wir könnten sagen, Rückzug, Widerwillen, Erschöpfung und dieses erschöpfte Selbst ist nicht mehr in der Lage mitzukommen, weil eigentlich stört dieser Mensch durch seine Lethargie den Erfolgreichen und deshalb gehen wir dann her und sagen, der gehört wiederhergerichtet, sprich psychopathologisch kategorisiert, auch wenn das Burnout-Syndrom jetzt nicht ganz krankheitswertig im ICD-10 aufscheint, so ist es doch eine Zeitgeistdiagnose, die dann als depressive Erschöpfung, als Neurasthenie, als Erschöpfungsdepression imponiert. Und wichtig ist in diesem Kontext auch, dass sich Menschen, die sich in diesen Zuständen befinden, ja gerade nicht mehr als die zeigen können, die heute gefragt sind. Initiativ, grenzüberschreitend, attraktiv, jederzeit zu Spitzenleistungen in der Lage. Dieses Mir reicht's könnte so gesehen auch ein Hilfeschrei sein, indem ich mit einem Burnout reagiere. Das heißt, das Burnout könnte sogar die psychisch gesunde Reaktion sein auf ein zu viel, auf eine Überforderung, damit nicht noch mehr passiert, sprich von der Psychosomatik in die Somatik, dass die Leute einen Herzinfarkt kriegen zum Beispiel. Wenn die Ursache dieses zu viel, dieser Überforderung, dieser mangelnden Orientierung, die ja in dieser Komplexität auch eine große Rolle spielt, es wird ja sehr viel ist Ungewissheit, wie geht es mit meinem Job weiter. Wenn wir also diese Bewegungen ernst nehmen, wenn diese sich immer noch mehr eröffnenden Möglichkeiten, diese Beschleunigung des Lebenstempos, wenn das ständige Angetriebensein und das ständige Hineinpacken von Handlungsepisoden in immer kürzere Zeiträume die Ursachen für diese Zustände sind, dann wäre eigentlich die Sehnsucht verständlich, warum ich mich nach Gelassenheit sehne, nach Ruhe, nach Begrenzung. Und die Begrenzung, also das Maßlose letztendlich, sucht ja nach der Grenze, um sich praktisch wieder, man könnte sagen, konfigurieren zu können. Durch die Grenzziehung gelingt es mir, mein eigenes, wenn Sie so wollen, immunisieren und eine Hilfe bei diesem Schaffen des eigenen, bei diesem kohärenten Versuch, ein Selbst zu machen, ist unter anderem neben der Identifikation des Ich mit dem, was ich mir vom anderen aneigne, das Spüren. Die Grundlage, dass ich so quasi Erfahrungen machen kann, die mir möglicherweise angeboren zugänglich sind, allerdings manchmal innerhalb kürzester Zeitraum die richtige Entscheidung mir ermöglichen kann,
trotzdem manchmal nicht wahrgenommen wird, weil psychoreaktiv verzweckt entschieden wird, wie es sich in diesen narzisstischen Dynamiken zeigt. Das Narzisstische in dieser hysterischen Zeit ist ja genau das, dass ich mich dermaßen ausbeute und die Entscheidungen nicht mit einem Blick nach dem inneren Referenzpunkt des Spürens treffe, sondern dass ich meine Entscheidungen an das, was gefragt ist, anpassen. Und hier ist natürlich die Gefahr, sich selbst verloren zu gehen. Im Inneren fehlt der Kern und diese innere Taubheit verführt mich, dass ich praktisch kompensatorisch, man könnte sagen, mit beiden Händen nach außen lange. Und das ist die Quelle eigentlich dieser Erschöpfungsdepressionen, die wir da sehen. Wenn wir die Dinge wirklich verlangsamen wollen, scheint mir es notwendig zu sein, dass wir das Spüren ernst nehmen. Und zwar nicht nur das Spüren im Sinne von Erfahrungen machen, die sich gut anfühlen, sondern dass wir diese Erfahrungen auch vertiefen. Und vertiefen tue ich die Erfahrung mit dem Spüren, wenn ich dem nachsinne. Also wenn ich die Erfahrung mit meinem Gespür gemacht habe, mich hinsetze, achtsam wahrnehme, was da jetzt passiert ist, ihm gedanklich nachgehe und es auch versuche zu einzuordnen. Dadurch entsteht so etwas wie ein Sediment in meinem Selbst. Das Selbst bekommt eine Kohärenz und hilft mir dann aufgrund meiner Erfahrungen stimmigere Entscheidungen zu treffen. Und die Stimmigkeit basiert ja eigentlich auf diesem impliziten Wissen, dieser sogenannten inneren Stimme, wenn ich auf die hören kann, dass ich dann die guten Entscheidungen, die auf etwas hinauslaufen, was auch was Gutes ist, treffen kann. Ein wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang ist sicherlich, dass es mir gelingt, aus diesem Alltagsgetöse, aus diesem Wahnsinnstempo auszusteigen, weil ein Hinspüren und ein Gelassenwerden gelingt nicht, wenn mich die Bedingungen so quasi vor mir hertreiben. Also Gelassenheit braucht ein Verlangsamen, ein Innehalten, die Diskontinuität, die durch schöpferische Pausen gewahrt sind. Wir sind es heute gewohnt, dass wir jede freie Zeit vollstopfen. Sie kennen das. Blick aufs Handy, Facebook, Twittern, E-Mails checken. Einen Schritt zurückgehen und das hinter sich zu lassen. Dieser Umgang mit der Technik, diesen Umgang hat Heidegger so schön beschrieben, Gelassenheit zu den Dingen. Er war ja nicht ein Technologiekritiker an sich, sondern er hat gemeint, die Technik zu benutzen für die instrumentelle Funktion, wo sie gut ist für uns, und uns gleichzeitig die Autonomie zu bewahren, von diesen technischen Geräten nicht so abhängig zu werden. Andere Sichtweisen, wie Peter Sloterdijk sie vertritt, geht ohnehin davon aus, dass uns die Technik schon so durchdringt, dass wir praktisch nur mehr Agenten und Akteure in den Netzen sind und von den Netzen auch verstrickt werden. Also die Idee wäre, in diesem Verlangsamen, in dieser Referenz auf das innere Gespür den Punkt zu finden, wo das Wissen wieder auftaucht, was es jetzt als wertvollste Möglichkeit zu verwirklichen gilt. Der nächste Beitrag von Markus Angermeier, Psychotherapeut, Philosoph, ganz viel in dem Bereich körperorientierte Therapien unterwegs, hat den Titel Selbstfindung und Selbstverlust in postmodernen Zeiten. Ganz spannend bei diesem Beitrag finde ich die positive Beleuchtung des Begriffes Burnouts. Also mir war wichtig, einerseits zu zeigen, dass halt unsere Zeit unglaublich viele Möglichkeiten bietet. Also so viele Möglichkeiten wie noch nie zuvor. Ja? Sofern man genug Mittel hat, das muss man immer dazu sagen. Also diese es braucht auch Ressourcen und so. Also es ist auch ein politisches Thema. Und also dass man sehr viele Möglichkeiten hat, dass aber die Gefahr dadurch hoch ist, sich in diesen vielen Dingen, vielen Möglichkeiten eben zu verlieren. Ja. Der Versuch, 100 Leben auf einmal zu leben. Ja. Das ist so,
immer das Gefühl haben, ich könnte was versäumen. Ja, wenn ich das eine tue, habe ich 10 andere Sachen, kann ich nicht tun. Ja, und heute gibt es dann den Versuch, möglichst alles gleichzeitig zu leben, und da scheitern wir. Das ist schon das alte Sprichwort, man kann nicht auf mehr Hochzeiten tanzen oder auf 2 Hochzeiten tanzen. Das geht nicht. Und mit dieser Begrenzung, da tun wir uns schwer. Ja. Es ist wie auch verführerisch, vieles zu tun. Und eben, da sind wir so von außen abhängig. Der Nachbar fährt ein neues Auto, dann kriege ich auch Lust, wieder mal ein neues Auto, wäre auch nicht schlecht. Oder auf Urlaub und von dorthin. Und ich möchte aber eigentlich dahin, aber das wäre auch. Und so kommt es auch zu einem sich selbst verlieren, indem man sich an äußeren Dingen orientiert und sehr abhängig ist von außen. Ne. Und da in den virtuellen Welten, da ist es noch spezieller, da kann ich mir auch eine neue Identität geben, ich kann als Pseudonym auftreten, ich kann mich 10 Jahre jünger machen oder zum Außerirdischen, also ist auch alles möglich. Mhm. Und das ist ein schönes Spiel, auch ein wichtiges Spiel, in einer bestimmten Phase, glaube ich, auch für die eigene Identitätsfindung wichtig. Aber wenn es dann zu Begegnungen kommt, zum Beispiel eben Partnerbörsen oder so, und da habe ich geschwindelt, dann irgendwann gibt es einen Realitätscheck. Und spätestens dann bin ich im Seinserleben oder dann bin ich konfrontiert mit dem, was wirklich ist. Und dieses, dass diese Welt wirklich ist, das ist natürlich von den postmodernen Denkern philosophisch umstritten und das ist alles nur in unserem Hirn und so. Aber in der Praxis erleben wir es ganz konkret. Der Sessel, auf dem wir jetzt sitzen, die beiden Sessel, die sind da. Und das gehört schon so zu einer Antwort, oder wie, was können wir tun, dass wir uns nicht verlieren darinnen, wäre wirklich eine Lichtung zu schaffen in diesem Durcheinander und in diesem Vielen, wo ich vorkomme, ja, wo ich mir bewusst werde, ah, da gibt es ja einen Körper, der atmet, der hat auch einen Namen, der hat eigene Gefühle, der findet was gut, was nicht gut, dem tut was weh oder so. Und von da wieder auszugehen, also so wie Alfred Lenge sagt, vom Eindruck, vom inneren Eindruck, den zu fassen und dann zu einer Stellungnahme. Wie stelle ich mich zu mir und zu meinem Eindruck? Das wäre das, was ich glaube, eine gute Antwort ist auf diese postmoderne Freiheit. Mhm. Jetzt klingt das natürlich so leicht, oder? So quasi, ich habe das bei mir oder ich könnte von dem Körper ausgehen, oder? Auf der anderen Seite, wie du sagst, wenn so viele Vergleiche von außen kommen, oder? Wenn sagen wir mal, die Werbung alles ist fokussiert auf haben, 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 konsumieren, konsumieren, oder? Wenn ich das habe, dann bin ich. Wenn ich das habe, empfinde ich Lust. Wenn ich das habe, bin ich im Vergleich zu dem der Bessere, oder? Mhm. Und es klingt dann sehr leicht, so auf den Körper zurückzugehen. Die Frage ist, wie geht das, oder? Weil wenn ich so extrem außen fokussiert bin, dass ich dann mich quasi mit meinem Körper begnüge, oder? Mhm. Da kommt meistens dazu, ja, aber das kann doch nicht alles sein, oder? Mhm. Ja, genau. Und das wäre schon, das kann nicht alles sein. Ja, wieso nicht? Das ist jetzt alles, da vollzieht sich ihr Leben. In ihrem Atemfluss, das Gewicht auf dem Sessel, hier und jetzt. Nicht irgendwo in Amerika, nicht irgendwo in der Weite des Internets, sondern hier und jetzt. Also das stimmt natürlich, das ist nicht leicht, ja. das würde ich auch nicht sagen. Und weil es nicht leicht ist, deswegen werden wir an der Stelle auch oft krank oder kriegen größere Schwierigkeiten, psychosomatische Erkrankungen. Also etwas, was uns vom Gleis nimmt, weil wir es nicht glauben wollen. Mhm. Und das ist in der Therapie ja häufig der Fall. Und ja, wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie in einen Burnout gekommen sind? Ja, das wollte ich nur. Und dann war mir wichtig, dass ich die Prämie kriege. Und dazu musste ich die Wochenenden auch noch arbeiten, damit ich die Quote erfülle oder so. Ja? Und da ist ein über die Grenzen gehen drin. Also ist fast, man müsste fast sagen, das ist auch der Wert einer Burnout-Depression oder so, dass sie mich rausnimmt aus diesem Wahnsinn. Ja? Um von selber ist es oft selten, dass man so rauskommt. Ja? Mhm. Außer man ist irgendwie eben, als Psychotherapeut, Psychotherapeutin ist man sensibilisiert dafür. Mhm. Oder in der Körperarbeit, Physiotherapie oder Feldenkreis oder so, die sind sensibel gemacht.
Es gibt ja eine Fülle von Gegenbewegungen, Achtsamkeitsgruppen, buddhistische Meditation. Man könnte auch mit sowas beginnen, Tai Chi zu machen, absichtslos, einfach um der Bewegung willen, um des sich Spürens oder so. Solche Dinge, ja? Also als Vorbeugung, Prävention, ja? Okay. Einfach dieses, sich in die Wiese setzen und in die Luft schauen. Ja? Das sind so einfache Dinge. Was natürlich schon sein kann, ist, dass unser Kopf immer sagt, na, das ist so und das bringt ja nichts, weil der verknüpft es immer, das muss ja was bringen und es muss irgendwie logisch sein und so. Mit Absichtslosigkeit tut sich der schwer. Da kann man probieren, und das in den Körperarbeitsseminaren und so wird das auch gemacht, dass der Kopf, unser Verstand eingeladen wird und die Aufgabe kriegt, einfach zu beobachten, wie das Leben gerade abläuft in mir. Ja? Und dass ich dabei bin. Ja? Und so würde Körper und Verstand zusammenkommen. Die Dinge leben aus der Übung, ja, sind nicht so Instant-Geschichten, einmal gemacht und dann habe ich es. Aber da gibt es viel, auch an, selbst bei VHS-Kursen und so. Ja, also da gibt es ein gutes Programm. Und da mal zu schauen, wie geht es mir da damit. Ja. Also der Psychotherapeut wird dann relevant, wenn man wirklich an die Grenzen stoßt und aus dieser Überforderung eben Symptome kriegt oder erkrankt. Oder da wäre spätestens da wäre wirklich gut, eine Psychotherapeutin aufzusuchen. Psychotherapeut. Früher, desto besser. Sonst die Leute sind oft 2, 3, 4, 5 Jahre ohne Behandlung und dann brechen sie zusammen. Da hätte man schon früher. Also das, je früher die Behandlung, umso besser. Was wären da so erste Warnzeichen, wo man reagieren müsste? Deiner Meinung nach? Deutliche Unlustgefühle, zynische Einstellung gegenüber Kollegen oder Klienten, mit denen man arbeitet. Bis hin, dass ich merke, ich streng mich einfach sehr, sehr an, arbeite auch ins Wochenende hinein und so. Das sind so Signale. Dann ist es oft, wenn ich es von außen kriege, dass Freunde sagen, du, die habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen oder wir waren schon lange nicht mehr am Berg oder also das da ein bisschen helfen kann, sagen ja. Und meistens hat unser Kopf sofort ein Argument, ja, ich bin ja gerade in Vorbereitung für diese Tagung und so. Aber Ehrlichkeit gegenüber sich selber. Und das sehen oft die anderen oder Menschen, die man irgendwie gern mag, die einem nahestehen, sehen das auch ein bisschen früher unter Umständen. Aber selbst wenn ich das sage, ja, ich weiß, wie das ist, ich weiß es selber, wie das ist gar nicht so leicht, ja, das wahrzunehmen. Und manchmal passieren dann Dinge, deutsche Versprecher hat man früher gesagt, oder eben einen Chirurgen, der hat bemerkt, dass ihm Instrumente, also ein guter, sehr guter Chirurg, dass ihm aufgefallen ist, dass ihm Instrumente aus der Hand geglitten sind während der Operation. Er ist in die Behandlung gekommen, weil es ihm peinlich war, aber dann auch eben gemerkt, dass es auch eine Überlastungssituation. Der existierende Mensch. Eine existenzanalytische und logotherapeutische Radiosendung auf Freirad, freies Radio Innsbruck auf 105,9. Jeden ersten Donnerstag im Monat um 20 Uhr. Näheres zu dieser Sendung sowie zu vergangenen und zukünftig geplanten Sendungen finden Sie unter www.sinn-los.at. Meine Damen und Herren, im nächsten Beitrag wird Alfred Lengle über das Thema Faulheit sprechen. Zur existenziellen Bedeutung von Faulheit, Verweigerung und Aufschieben. Alfred Lengle brauche ich Ihnen, glaube ich, nicht vorzustellen. Alfred Lengle, Psychotherapeut, Arzt, Psychologe. Alfred Lengle, ein wesentlicher Weiterentwickler der Logotherapie und Existenzanalyse von Viktor Frankl. Ich habe versucht, in meinem Vortrag ein Verständnis zu entwickeln für Phänomene, die im Allgemeinen Probleme darstellen. Also wenn man faul ist, wenn man Dinge vor sich herschiebt, wenn man
wenn Leute sich verweigern oder Kinder sich verweigern in der Schule und im Lernen und so. Also Dinge, wo man unglücklich ist über sich, weil es nicht dem Ideal entspricht, nicht dem entspricht, wie man es selber vielleicht gerne hätte. Und habe insbesondere mal die Faulheit hervorgenommen und versucht zu zeigen, dass Faulheit, dass es das eigentlich gar nicht gibt, wenn man wirklich ein Verständnis hat für Faulheit. Weil Faulheit ist eine Aburteilung, eine negative Bewertung. Man ist nicht glücklich, wenn man faul ist. Faulheit ist ein Schimpfwort. Es ist fast bestrafend, jemanden als faul zu bezeichnen oder sich selbst als faul zu bezeichnen. Und da hat man das Gefühl, etwas stimmt nicht. Aber im Grunde ist Faulheit, das so aussieht wie ein Nichtstun, ist etwas, in dem es immer dem Menschen um etwas geht. Nur meistens wird gar nicht verstanden, um was es einem da geht, wenn man faul ist. Wenn man einfach faul auf dem Sofa liegt und nicht den Haushalt macht oder nicht die Telefonate macht oder die Arbeiten denen nachgeht, sondern nur sich's bequem macht, nichts tut und so dem Müßiggang frönt. Und man hat vielleicht ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil man sollte doch und man weiß auch und sagt, weil ich so demotiviert bin, das ist, weil ich faul bin. Das heißt, es liegt an mir, ich bin schlecht und wenn ich so schlecht bin, dann kommt auch nichts auf die Reihe und ich komme nicht zum Handeln, weil ich so schlecht bin. Wenn man das genauer anschaut, psychologisch anschaut, so tut der Mensch in der Faulheit ja doch etwas. Der tut nicht nichts, der ist bewegt, der schützt einmal sein Leben, der schaut in erster Linie darauf, dass er da sein kann, dass er überleben kann. Er ist mit etwas beschäftigt, das ihn davor schützt, sich das Leben zu nehmen und einfach eine Liebe zum Leben sich zu erhalten. Denn da sind Anforderungen und diese Anforderungen, die können von außen kommen, die können von innen kommen. Diese Anforderungen nehmen zu viel Lebensfreude, Lebenskraft. Diese Anforderungen unterdrücken, diese Anforderungen machen den Menschen leidend und diesen Anforderungen nicht zu genügen, das wird dann als Versagen angesehen und dieses Versagen wird auf einem selbst zugeschrieben und man sagt dann, ich bin faul. Dieses Nichtstun ist ein Lassen, ein sich schützen, ein sich den Raum halten, um atmen zu können, um sein zu können. Manchmal versteht man gar nicht, warum man etwas nicht tut. Sehr oft ist es sogar so, dass man es gar nicht versteht, warum man nicht fleißig ist und etwas tut. Wenn man sich schon längst überfordert hat oder wenn die Ansprüche von außen so sind, wenn man diesen Ansprüchen, diesen Forderungen nicht wirklich zustimmen kann, dann empfindet man sich als faul, wenn man sie so weit als wichtig und vernünftig ansieht, aber nicht innerlich überzeugt ist und es dann nicht tut. Dann meint man, man sei faul. Faulheit heißt also, ich tue nichts und ich habe keine Zustimmung dazu. Und das ist das Problem. Das Lernen und das Finden zu dieser Faulheit, diese Faulheit zu verstehen und der dann und dem, was man verstanden hat, Zustimmung zu geben. Man braucht zum Beispiel einfach Zeit für sich, sich zu regenerieren, Kraft für sich. Man hat sich schon längst überfordert. Man hat die Grenze nicht mehr eingehalten, das Maß nicht mehr gehalten. Und so ist man viel zu aktiv und ist in der Gefahr der Überforderung oder hat sich schon längst überfordert. Und dann kommt plötzlich Faulheit als ein Widerstand gegen eine lebensschädliche Vorgangsweise. Und so kann Faulheit verstanden werden als etwas, was mit dem Leben zutiefst zu tun hat und daher ernst zu nehmen ist und als ein schönes Signal zu werten ist. Und es soll nicht gleich abgewertet werden, denn im Gegenteil, diese Faulheit will mir was sagen, so wie jede Depression mir was sagen will und jede Angst mir was sagen will. So ist auch Faulheit, das ja keine Krankheit ist, ein Erleben, das mich hinführen will zu einem besseren Leben, zu einem tieferen Leben, zu einem Leben, das lebenswert ist.
Und das ist auch, wenn man etwas vor sich herschiebt. Da ist man schon durchaus motiviert, was zu tun, aber man hat nicht die Kraft oder es ist noch nicht wirklich reif oder man ist nicht wirklich überzeugt, dass man es tun soll und man hat irgendwas dagegen, irgendwas hindert einen. Wenn ich etwas vor mir herschiebe, nicht mich deswegen beschimpfen, sondern versuchen zu verstehen, warum ist mir alles andere jetzt wichtiger als das, was ich glaube, ich sollte es tun. Und aus diesem Verstehen heraus der Werte der anderen Dinge, die mich so ablenken oder auf die ich zugehe und das, was ich tun sollte, lasse ich immer beiseite liegen. Aus diesem Verstehen heraus kann ich dann entwickeln, wo die nächste, wo ich wachsen kann, wo ich was verändern kann, wo ich ein Problem vielleicht anzugehen habe und danach kann es auch wieder leichter gehen. Und beim Verweigern von Lernen oder Schule geht es, das ist vielleicht das komplexeste Phänomen. Da kommen zusammen viele äußere Umstände, wie die Schule selbst und die Lehrer und die Mitschüler. Und vor allem ist bei dem Verweigern im Vordergrund der Verlust von nahen Bezugspersonen. Und gerade die eine oder zwei Personen, die dem Kind, dem Jugendlichen am nächsten stehen, die sind emotional nicht erreichbar. Und innere Probleme kommen dazu, nämlich Ängste, Selbstwertzweifel, Versagensgefühle, schlechte Erfahrungen, unverarbeitete Erlebnisse. Und in dieser Kombination beginnen sich dann die Jugendlichen einzusetzen für ihre Autonomie, für ihr Leben, machen die Dinge immer für sich selbst aus. Die Verweigerung wird lange Zeit verheimlicht, geschieht im Stillen, wird nicht bekannt gegeben und versuchen eine Autonomie zu finden, eine Selbstständigkeit, einen eigenen Lebensstil und die eigenen Lebenswerte und nicht aus der Hand von anderen Menschen leben zu müssen. Und das ist wieder das Wertvolle. Also ein Mensch, der eine Verweigerung hat, der schützt etwas ganz Großes. Und es geht nicht darum, dass die Menschen das tun, was ich von ihnen will, oder der Vater, die Mutter, der Lehrer oder ein Chef von ihnen will. Es geht primär darum, dass ein Mensch so leben kann, dass er das tut, was er selber will. Und dort, wo es sich überschneidet mit dem, was der Chef oder der Lehrer will, dort gehört dann der Mensch auch hin. Und wenn es sich nicht trifft, dann sind andere Lebenswege auch vorgesehen. Dann kommt man halt in der Schule nicht durch oder man kommt nicht ins Gymnasium und ist deswegen kein Leben und nicht ein Lebensverlust. Das ist dann halt ein anderes Leben, das aber diesen Menschen viel mehr entspricht. Man kann glücklich werden unter den verschiedenen Umständen, nicht nur dort, wo sich irgendwelche Idealvorstellungen oder Normen oder Traditionen es ansiedeln, sondern man muss dem Menschen diese Freiheit zugestehen, sich selbst zu sein und sich selbst zu entwickeln, so wie es ihm, wie er gewachsen ist, was ihm wichtig ist. Und darin sollen wir einander unterstützen, da sollen wir unsere Kinder unterstützen und dafür sollen wir uns auch selbst freigeben, damit wir in dieser Freigabe werden können, wer wir sind, oder werden können, wer wir sogar werden können, was an Potenzial noch in uns steckt. Meine Damen und Herren, der nächste Sprecher wird sich selbst vorstellen und das Thema kommt aus dem Bereich Wirtschaft. Ja, grüß Gott, Jürgen Baumann. Ich habe beim Herbstsymposium in Hall die Möglichkeit gehabt, einen Workshop zu gestalten zum Thema Autonomie und Anpassung. Mir reicht's. Umgang mit Autonomie und Anpassung im Spannungsfeld der Wirtschaft. Es war so, dass wir vom Ablauf her zunächst gestartet sind mit einem filmischen Einstieg. Und zwar haben wir einen Filmausschnitt angeschaut von Charlie Chaplin, 1937, Moderne Zeiten, bei dem auch so das Ausgeliefertsein des Menschen gut herauskommt. Gibt es auch die Szene, wo dann der Arbeiter sozusagen in die Maschine hinein gefressen wird und eben so dieses Ausgeliefertsein sehr stark zum Tragen kommt und eben diese Spannung zwischen Anpassung und wie kann ich da heraussteigen und trotzdem meinen Platz auch finden. Anschließend
Nach diesem filmischen Einstieg habe ich die Teilnehmer gebeten, sich in Tischgruppen zu versammeln und zu ausgewählten Fragen in Kleingruppen an Tischen zu arbeiten und eben ihre eigenen Erfahrungen zu reflektieren und auch zu überlegen, was aus ihrer Sicht jeweils hilfreich sein könnte, um im beruflichen Umfeld für sich einen guten Platz zu finden, für sich, das heißt sowohl von Mitarbeiterseite aus als auch von Vorgesetzten oder von Führungskräfteseite aus. Und anschließend habe ich von meiner Seite aus einen Input gebracht, welche Interventionsmöglichkeiten ich sehe, hauptsächlich bezogen dann auf Führungskräfte und das aufgeteilt auf die vier Grundmotivationen, die wir in der Existenzanalyse kennen und mit denen wir auch hauptsächlich arbeiten. Der rote Faden im Workshop war so das Modell von innen und außen, also Innenwelt und Außenwelt. In der Mitte, dort, wo es sich überlappt, das Ich, wo sich der Mensch zeigt in seinen Ich-Strukturen und wo sowohl Inneres als auch Äußeres zusammenkommen und dann sichtbar werden. Das war so der rote Faden im Workshop und das war dann auch so das Thema auch im Austausch. Wie sehr braucht es da die Balance? Was gibt es für Gefahren, wenn die Außenwelt zu oft, zu viel sozusagen in die Innenwelt hereindrückt? Oder andererseits, also quasi auch, wenn man innerlich vom Außen quasi überschwemmt wird, oder andererseits, ja, wenn man selber von der Innenwelt mit der Außenwelt zu wenig in Kontakt ist. Und einerseits also, wie sehr deckt sich das, und andererseits auch, wie sind die Relationen von der Größenordnung her, Innenwelt zur Außenwelt. Manches Mal fühlt man sich buchstäblich kleiner im Vergleich zur Außenwelt, also nicht immer sozusagen auf derselben Ebene, sondern die Innenwelt kann ein kleiner Kreis sein und die Außenwelt kann ein großer Kreis sein. So hat es zumindest einmal auch ein Coachee gezeichnet, auf die Frage hin, wie es ihm geht im Vorfeld eines anstehenden Gespräches mit seinem Vorstand. Also Innenwelt und Außenwelt, das war so der rote Faden beim Workshop in Verbindung eben auch mit dem Thema Autonomie und Anpassung. Im weiteren Verlauf war es dann so, dass ich von meiner Seite aus verschiedene Interventionsformen dann einmal vorgestellt habe, auf den unterschiedlichen Ebenen der Grundmotivationen, um mit diesem Spannungsfeld gut oder vielleicht auch besser umgehen zu können. Dazu gehört eben zum Beispiel auch das sich abgrenzen oder auch Fragen stellen, wer fragt, der führt. Also zu unterschiedlichsten Interventionsformen, wozu es von meiner Seite aus dann eine Präsentation gegeben hat, und abgerundet ist dann der Workshop geworden durch einen Austausch im Plenum, bei dem dann die Teilnehmenden dann ihre Praxiserfahrungen dann einbringen haben können. Ich denke, das Zentrale könnte sein, darauf zu achten, wenn ich jetzt nochmal auf dieses Modell von Innenwelt und Außenwelt zurückgehe, das ist ja ein dynamisches Modell und kein statisches Modell. Problematisch wird es dann, wenn es aber fixierend wird, also wenn die Außenwelt zu lange, zu viel, zu sehr in die Innenwelt hereinrückt und sozusagen für die Eigenwelt oder für anderes zu wenig Zeit bleibt, oder umgekehrt, wenn zu wenig Kontakt ist auch mit der Realität oder mit dem Umfeld. Darin, denke ich, liegt die große Herausforderung, eine gute Balance zu finden, ohne dass dann der Mensch eben darunter leidet, wenn jetzt ein Teil für längere Zeit einmal überwiegt, was ja auch zum Leben gehört. Aber es geht eben dann darum, wiederum auch in die Mitte zu kommen und in den Ausgleich zu kommen. Das, denke ich, wäre das Entscheidende, dass jeder für sich das im Auge hat quasi, dass es ihm bewusst ist. Dann, denke ich, ist es auch gut möglich, stressige Zeiten gut zu überwinden, aber es braucht dann auch wieder die anderen Zeiten, um von der Entspannung von der Anspannung in die Entspannung zu kommen und um diese Balance auch zu gewährleisten. Ich denke, das ist die Herausforderung insgesamt, und
ich denke, vom Thema her war auch noch einmal so interessant, so die Rangfolge oder die Reihenfolge der Liebe, die der Alois Sauruck geprägt hat. An erster Stelle ich selber, an zweiter Stelle der Partner oder die Familie, an dritter Stelle dann der Beruf und an vierter Stelle dann Soziales. Und ich denke, wenn diese Rangfolge, Reihenfolge der Liebe dauerhaft verkehrt wird, dann wird es problematisch für den Menschen, insbesondere dann problematisch, wenn der dritte Punkt, eben der Beruf, zu sehr an erster Stelle steht und dauerhaft das Leben prägt. Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, damit Sie hören, wie vielfältig die Beiträge beim Herbstsymposium 2014 waren, möchte ich nun einen Beitrag von Kerstin Drobisch zum Thema »Ich gehe da nicht mehr hin, was sich hinter der Schulverweigerung verbergen kann« einspielen. Ja, in meinem Workshop ist es um Schulverweigerung gegangen. Ich bin angefragt worden von der GLE zum Thema »Mir reicht's«, dieses Phänomen im pädagogischen Kontext aufzugreifen. Und da werden mir viele Pädagoginnen und Pädagogen zustimmen, dass es dieses Phänomen gibt in vielen verschiedenen Facetten. Die Begrifflichkeiten reichen von Schulverweigerung, Schulschwänzen, Schulangst, Schulphobie, schulabsentes Verhalten, Schul- und Leistungsvermeidung, Verweigerung und so weiter. Und das drückt schon aus, dass es irgendwie ein sehr komplexes Thema ist, dass es schwer ist, etwas zu fassen oder auch jemanden zu fassen, der nicht da ist und irgendwie damit umzugehen, weil Abwesenheit halt irgendwie etwas macht mit allen Beteiligten. Ich muss gleich voranführen, dass ich in meiner Arbeit als Beratungslehrerin und Psychotherapeutin in der Vorbereitung gedacht habe, das ist ein Phänomen, das ich überhaupt nicht kenne. Das ist auch interessant, weil offenbar sind meine Verweigerer auch einfach nicht da. Bei genauerer Betrachtung habe ich gemerkt, dass ich doch sehr viel damit zu tun habe und dass es aber den Schulverweigerer unter Anführungsstrichen nicht gibt. Sondern es ist tatsächlich so, dass bei jedem Kind, bei jedem Jugendlichen hinzuschauen ist, was es ist, was den Schulbesuch, die Unterrichtsbeteiligung unmöglich macht oder erschwert. Dieses klassische Schulschwänzen kommt eher erst in den höheren Schulstufen vor, Pubertät aufwärts, dass tatsächlich der Unterricht nicht besucht wird und es dabei mehr um eine eigene Entscheidung geht, was Lustvolleres, anderes zu tun. Wobei es in der Literatur so ist, dass dort diesen Schülerinnen und Schülern unterstellt wird, dass es nur um Lustprinzip geht, Leben nach Lustprinzip und Verantwortung nicht gesehen wird, dass diese Schülerinnen und Schüler nicht irgendein Leidensdruck haben, außer den Gewissensbissen und der begründeten Furcht vor eventuellen Konsequenzen. Das kann ich so nicht bestätigen. In meiner Erfahrung mit Jugendlichen, die Schule schwänzen, ist es schon so, dass die in der Zeit durchaus was Lustvolleres tun, wie im Kaffeehaus sitzen oder Computer spielen oder sich mit Freunden treffen. Dahinter aber vielleicht nicht gerade die Schulangst steht, Angst vor Mobbing oder Prüfungsangst oder Trennungsängste von zu Hause, sondern eher ein Mangel an Beziehung. Also es ist eher das Leiden an Beziehungslosigkeit, das heißt, die haben oft keine Freunde in der Schule, sondern der Freundeskreis zeichnet sich eher durch schulferne Personen aus, leiden an Beziehungslosigkeit, weil es im familiären Kontext zu wenig gute, gesunde Bindungen gibt. Das heißt, es kann natürlich ein tragischer Fall passiert sein, dass eine wichtige Bezugsperson verstorben ist, aber auch durch Trennung der Eltern, wenn ein Elternteil auszieht, wenn eine große Schwester, die wichtig war, wegzieht zum Beispiel. Das kann sein, aber auch wenn einfach alle in der Familie anwesend und eigentlich da sind, und trotzdem die Beziehungen nicht tiefgründig und ernsthaft sind, sondern sehr an der Oberfläche bleiben, lauwarm bleiben, dann ist es ja auch eine wirkliche Beziehung, die gelebt wird. Und dann fehlt auch dieses Interesse, dieses leidenschaftliche Interesse am Kind, an seinem persönlichen Lernfortschritt, an dem Bildungsweg. Und wo das dann dazu führt, dass Bildung auch für den Jugendlichen selbst, den betroffenen Jugendlichen, nicht mehr so eine Bedeutung hat. Und natürlich gibt es auch die Beziehungen in der Schule, die dann fehlen, keine Freunde in der Klasse zu haben. Es gibt eine Studie aus dem Jahr 2006 aus Österreich, die sich mit dem Thema Schulschwänzen befasst. Da geben Schüler, die Schule schwänzen, an, dass sie zu keinem oder maximal einem Lehrer eine gute Beziehung haben. Also auch schwierige Lehrer-Schüler-Beziehungen machen da offenbar was mit dem zum Thema Schulschwänzen. Das ist jetzt eher, was das ältere Schüler betrifft. Jüngere Schüler in der Volksschule sind kaum zu finden, dass die klassisch die Schule schwänzen, sondern da ist es vielfach Schulangst,
Das heißt, Schulangst wird definiert als eine Angst vor Situationen in der Schule oder am Schulweg. Thema Mobbing, nur so als Stichwort zu nennen. Aber auch Schulphobie, die dann wieder eher eigentlich mit Schule im engeren Sinne gar nichts zu tun hat, sondern wo die Kinder Angst haben, das vertraute, geborgene, sichere, häusliche Umfeld, familiäre Umfeld zu verlassen. Stichwort Trennungsangst. Das ist eher bei den jüngeren Kindern zu finden. Wenn solche Kinder dann in der Schule tatsächlich verweigern, ist es schon sehr ernst zu nehmen, weil das ein sehr lauter Hilferuf ist für diese Altersgruppe und es wäre ein Hinweis darauf, dass es dahinter sehr viel tiefer liegende, ernstzunehmende Probleme gibt. Ein dritter Bereich, der meiner Ansicht nach unterschätzt wird, vielleicht als letzter Punkt noch anzuführen, ist diese passive Schulverweigerung, das verdeckte Verhalten. Wenn die Kinder im Unterricht wegträumen, zwar körperlich anwesend sind, aber sie irgendwie wie wegbeamen, in ihrer Aufmerksamkeit nicht bei der Sache sind, Hausübungen, Hausarbeiten nicht mitbringen, Materialien nicht da haben, ein bisschen später kommen, ein bisschen früher gehen. Also wenn dieses Verhalten auftritt, dann ist es eigentlich schon ein erstes Anzeichen, man könnte sagen, von Schulunlust. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, Fachpersonen, angefangen von Beratungslehrern über Schulsozialarbeiter, Schulpsychologen, oder auch externe Fachleute nicht erst dann dazu zu holen, wenn Kinder und Jugendliche Tage und Wochen lang die Schule tatsächlich nicht mehr besuchen, sondern in dieser Phase, wo diese Schulunlust irgendwie spürbar und bemerkbar wird, zu schauen, als Pädagoge und auch als Eltern mit dem Kind und dem Jugendlichen ins Gespräch zu kommen, zu fragen, was ist es, was es schwierig macht, was bewegt dich, damit man durch dieses Phänomen hindurchkommt zu der Person des Kindes, weil es so ist, dass es einfach nicht, Kinder sind nicht motiviert, Kinder wollen nicht in die Schule kommen. Mein Erleben ist, dass die lernen wollen, dass die in Beziehung sein wollen, aber irgendwie steht da was im Weg. Und da wirklich dahinter zu kommen, dass das Kind sich selbst versteht, was ist es, das mich vielleicht momentan gerade mehr motiviert als Schule und Unterricht. Wenn das Kind sich versteht, kann es sich verständlich machen und man kann sie gemeinsam auf den Weg machen und schauen, welche Lösungen hilfreich sind. Also die Person des Kindes anzusprechen, im Dialog zu sein, eine Haltung von Interesse und Offenheit entgegenzubringen. Wir sprechen in der existenziellen Pädagogik von der Haltung der phänomenologischen Offenheit und von einem zugewandten Dialog, damit das Bedeutsame wieder ins Leben kommen kann. Das erscheint mir ganz wichtig. Meine Damen und Herren, und nun zum, ich würde mal sagen, fast Ende der Sendung. Noch ganz etwas Interessantes. Und ich glaube, es passt hier ganz gut am Ende der Sendung. Das Thema Atempause. Von der Atemlosigkeit zum Atemholen. Von Martha Sulz. Also ich mache den Workshop Atempause. Von der Atemlosigkeit zum Atemholen. Weil mir zu unserem Kongressthema Mir reicht's gleich eingefallen ist. Also wenn alles zu viel ist, wenn mir alles reicht, dann ist gut, wenn ich mal eine Atempause habe, wenn ich mal innehalte und zur Ruhe komme. Und da kann uns einfach die Atmung sehr helfen dabei und sehr unterstützen. Das Atmen, die Atmung ist etwas, was uns immer zur Verfügung steht. Ja, ich habe es immer dabei, habe ich immer im Gepäck, kann ich immer machen. Kann ich im Zug machen, in der Straßenbahn, kann mich heimlich irgendwo auf den Toilettendeckel setzen, wenn es sonst keine Rückzugsmöglichkeit gibt. Oder ich sitze im Kino und nehme einfach meinen Atem achtsam wahr, wie die Luft durch die Nase in meinen Körper einströmt und wie die Luft den Körper wieder verlässt und was sich da im Körper bewegt. Vielleicht Brustkorb und Bauchdecke sich leicht heben und wieder senken. Ich kann auch Obacht geben auf die Atempausen, die kleinen Minipausen, nachdem ich Atem geschöpft habe. Ist so eine Minipause, wo sich quasi der Atem umdreht. Ja, bevor der Körper das Bedürfnis hat, wieder auszuatmen. Und nach dem Ausatmen, nach dem Loslassen ist eigentlich dasselbe. Das ist auch so eine Mini-Pause, wo sich scheinbar nichts tut. Aber die ist ganz wesentlich. Also unsere Atmung hat quasi mehr als diese zwei Phasen, die wir alle gut kennen. Sie hat insofern eigentlich vier Phasen. Und wir wissen zu wenig um diese kleinen Atempausen und wie wichtig die auch sind in der Atmung und eben auch im übertragenen Sinn in unserem Leben. Also insofern ist Atempause als Workshop eine Möglichkeit, Atemübungen
kennenzulernen, wo man diese vier Atemphasen denen auch nachgeht und gleichzeitig sich aber darin auch selber näher kommt und den eigenen Boden, das eigene Gehaltensein im eigenen Körper wieder spürt und auch erleben kann, dass da was gibt, ein Instrument, auf das man verlassen kann. Das ist immer da. Unser Atem fließt ganz von selber, unser ganzes Leben lang, ohne dass ich was tue. Nur wenn ich halt viel mache, Stress habe, dann fließt er hektischer, ne? Dann werde ich kurzatmiger. Wenn ich mich erholen will, dann ist gut, wenn ich sozusagen mich ruhig zurücksetze und dieses Hängemattengefühl auch kennenlerne oder einfach an einem Baum gelehnt sitze oder wo auch immer und mich von meinem Atem wieder zu mir führen lasse. Ja, insofern ist die Atmung etwas, wo ich Halt davor, wo ich erfahre, dass ich einen Raum habe in mir und wo ich erlebe, dass ich nicht nur tue, sondern eben auch lasse, indem ich den Atem fließen lasse. Und das Lassen ist halt etwas, was genauso zu unserem Leben dazugehört wie das Tun. Und deswegen ist das einfach mein Workshop zu diesem Thema. Ja, wieder mal sind wir am Ende einer Sendung angekommen, die heutige 32. Sendung der Sendereihe Der existierende Mensch. Heute mit der Überschrift Mir reicht's, der Maßlosigkeit und Überforderung entgegentreten. Wir haben in der heutigen Sendung das Herbstsymposium, das Oktober 2014 stattgefunden hat, in Hall in Tirol näher beleuchtet. Wir haben einige Vortragende zu Wort kommen lassen. Ich glaube, ganz interessante Beiträge. Die nächste Sendung wird stattfinden am Donnerstag, den 5. Februar. Auch dann wieder zu einem interessanten Thema. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, schauen Sie auf die Seite www.sinn-los.at. Da können Sie alle Informationen zu den zukünftigen Sendungen, zur aktuellen Sendung und zu den vergangenen Sendungen einsehen und auch Sendungen nachhören. Ja, dann bleibt mir nur mehr am Ende dieser Sendung Ihnen auf alle Fälle ein sinnvolles Jahr 2015 zu wünschen. Und da möchte ich gerne mit den Worten von Franz Grillparzer schließen. Werde, was du noch nicht bist, bleibe, was du jetzt schon bist. In diesem Bleiben und diesem Werden liegt alles Schöne hier auf Erden. Auf Wiederhören. Thank you.
Thank you.